Am längsten Tag des Jahres, dem 21. Dezember, stehen bundesweit die Kurzfilme im Fokus. Manfred Müller-Harter organisiert bereits seit 6 Jahren die Veranstaltung für Engen. Ich denke, wir fangen jetzt einfach mal an. Jedes Mal ist es spannend, an welchem Tag, ob Leute kommen oder nicht. Donnerstag scheint ein guter Tag zu sein, aber wahrscheinlich liegt es auch daran, dass wir heute Frau Hahn begrüßen können. Sie ist extra aus München angereist. Sie ist die Produzentin von dem ersten Film, den wir heute zeigen werden. Herr Moser hat den Kontakt gemacht, er kannte die Produzentin, sie ist Engemerin, oder? Engemerin. Und da sind wir alle gespannt. Hast du gut Englisch in der Schule, ne? Schule ist gut, aber ich gehe im Verein, wie du hast gesagt. Ja, super, aber der Einstellungstest in 2 Wochen ist wichtig. Der Film von Saskia Hahn erzählt die Geschichte des jungen Flüchtlings Techle in einer kleinen bayerischen Gemeinde. Na ja, Abwehr, aber schnell ist er schon. So, weiter geht's. Fertig! Techle, magst du was mit uns trinken? Trinkst du Bier? Natürlich. Schön. 1, 2, 3. Gsoffa! Was schaust du jetzt, Fischer, ha? Konnte schon besser Bayerisch als du. Ja, und besser Deutsch als du. Im Anschluss an die Projektion beantwortete Frau Hahn Fragen zur Entstehung des Films. Ich habe Film und Fernsehen studiert in München, die Regisseurin, die Kamerafrau und ich zusammen im gleichen Semester. Und als Abschlussarbeit des Studiengangs muss man einen Film machen lassen. Wie läuft so eine Entscheidung für die Länge von so einem Film? Weil, also das hätte ja auch tatsächlich ein Spielfilm sein können. Es ist ehrlich gesagt wirtschaftliche Gründe, weil wir auch, beziehungsweise Auswertungsgründe. Der Film soll natürlich auf Filmfestivals laufen, das war jetzt auch ein Jahr lang im Ausland, im Inland. Und die ziehen ihre Grenze in der Regel bei 30 Minuten. Kultur in der Provinz. Für Manfred Müller-Harter kein Widerspruch. Engen hat eine lebendige Kulturszene, ist eine kleine Stadt, aber sehr offen für alle Arten von Kultur. Die Stadt ist sehr kooperativ. Wir haben viele Projekte auch mit Hilfe der Stadt und Schirmherrschaft der Stadt oder der Stadtwerke machen können. Wir haben immer interessierte Gäste hier im Haus.